Punkt 3, Punkt 4, der Islam und die Frauen. Die Unterpunkte dieses Gliederungspunktes befassen sich mit der schwierigen Rolle der Frauen im Islam und den islamischen Ländern, insbesondere in Pakistan. Ebenso werden einige Probleme aufgegriffen, die daraus erwachsen oder erwachsen können. Punkt 3, Punkt 4, Punkt 1. Sex und Drugs in Peschawar. Die Abhängigkeit vom Mann. Gulnaz war noch ein Kind, als sie einem Schuster zur Frau gegeben wurde. Einem Analphabeten wie sie selbst. 104. Nach mehreren Kindern und vielen Jahren Ehe verstoß er sie. 105. Dreimal rief er, ich verstoße dich. Und nach den Regeln des Islam war er damit geschieden. 106. Sie durfte ihre Kinder nicht mehr sehen. Und jedes Mal, wenn sie es versuchte, jagte er sie weg, beschimpfte sie oder schlug sie zusammen. 107. Ein Onkel nahm Gulnaz höchst widerwillig in sein Haus auf. 108. Eine verstoßene Frau ist wie ein brünstiger Wasserbüffel. 109. Ihre sexuelle Gier könnte dem Ansehen der Familie ernstlich schaden und den Wert ihrer Cousinen auf dem Heiratsmarkt beeinträchtigen. 110. Ein Bekannter des Onkels war bereit, Gulnaz als zweite Ehefrau dazuzunehmen. 111. Sie wurde für nichts weggegeben. 112. Er brauchte sie nur zu ernähren und zu kleiden und zu kontrollieren. Und außerdem konnte er mit ihr Sex haben, wann immer er wollte. 113. Gulnaz bekam von ihrem zweiten Mann ein Kind, ein Mädchen. 114. Plötzlich erschien der Schuster wieder auf der Bildfläche. 115. Er beschuldigte sie der Zina des Ehebruchs und behauptete, er sei nie von ihr geschieden worden. 116. Was für einen eindeutigeren Beweis als ihren Ehebruch gab es als das Kind, das sie geboren hatte? 117. Der Schuster erhob Anklage und Gulnaz wurde verhaftet. 118. Diese Abhängigkeit der Frauen vom Mann basiert auf 1400 Jahre alten Regeln des Koran. 119 und den Hudud-Verordnungen, die in das pakistanische Gesetzbuch aufgenommen sind. 120, 121. Früher bestand die Strafe aus Auspeitschen. 122. Heute werden Frauen nicht mehr ausgepeitscht. Dafür erwartet die vor Gericht gezerrte Ehebrecherin eine lange Haftstrafe. 123. Unter der islamischen Gesetzgebung sind Frauen und Minderheiten nicht mehr als Untergebene. 124. Die Rechte der Frauen sind auf das Minimum reduziert. 125. Zuerst sind sie Eigentum ihres Vaters und anschließend ihres Ehemanns. 126. In der Islamischen Republik Pakistan ist das Klima gegenüber Frauen so hasserfüllt und diskriminierend, dass besitzbewusste und rachsüchtige Väter und Ehemänner mit der großen Leichtigkeit ihre Töchter und Frauen unter der Vortäuschung von Zina jahrelang im Gefängnis leiden lassen können. 127. Die Rechte der Frauen sind vage
ungreifbar und abhängig von den Launen des Ehemanns. 128, 129. Sie sind religiös begründet, stetig der Gewalt der Männer ausgesetzt. 130. Sie werden geschlagen und misshandelt. Alles unter dem Vorwand der Religion. 131. Nicht mal die Gefängnisdirektorin nimmt Rücksicht auf diese Frauen. 132. Nach westlichem Verständnis besitzen diese Frauen keine Rechte. Und es zeigt auch niemand Interesse an ihnen. 133. Gleiches gilt für Kinder. 134. Hulnats Familie hat sich geweigert, ihre kleine Tochter mit ins Gefängnis zu schicken. 135. Das Mädchen lebt bei der ersten Frau ihres zweiten Mannes und hilft ihr im Haushalt und auf dem Feld. 136. Wenn Kinderarbeit bei Fremden als hohes Kinderglück angesehen wird, ist das sehr aufschlussreich über eine Gesellschaft. Im Gefängnis herrscht Tauschhandel und Korruption. Und ein solcher Platzmangel, dass Hüfte und Beine im Schneidersitz verkrüppeln. 137, 138. Ausgefranste Kleiderfetzen werden als Monatsbinden benutzt. 139. Die Krätze kursiert. 140. Dazu kommt die stetige Ungewissheit, was noch bevorstehen möge. 141. Kinder leiden an Unterernährung und Blutarmut. 142. Sie frösteln selbst in der drückenden Hitze, sind matt und grau. 143. Um ihre Mütter ist es nicht besser bestellt. 144. Das pakistanische Rechtssystem ist längst mit allen anderen gesellschaftlichen Systemen zusammengebrochen. 145. Eine Geschäftsfrau muss schnell als Opfer von Betrug und Schmuggel in dieses Gefängnis. 146. Einige Frauen sitzen sogar wegen einer eigentlich guten Tat und bedingt unschuldig darin. 147. So berichtet eine alte Frau, sie wollte zusammen mit ihrer Tochter deren Hochzeitskleid in der Stadt Multan kaufen. 148. Die Stoffe für das Brautkleid hätten in Multan eine viel bessere Qualität als die in Peshawar, behauptet sie. 149. Auf der Busfahrt von Peshawar nach Multan kam es zur Polizeikontrolle. 150. Peshawar ist das größte Schmuggelzentrum von ganz Südasien. 151. Alle Passagiere mussten aussteigen und die Polizisten begannen, den Bus zu durchsuchen. 152. Später habe man sie und ihre Tochter wegen Schmuggel von Hasch festgenommen. 153. Sie hätte aber noch nie Hasch gesehen. 154. Die Polizei habe ihr das Paket einfach unter die Bank geschoben, um sie festnehmen zu können. 155. Sie wisse wirklich nicht, wem sie das zu verdanken habe. 156. Sie habe noch nie in ihrem Leben etwas verbrochen. 157. Für die Verhältnisse in diesem Gefängnis geht es ihnen sehr gut. 158. Mutter und Tochter haben einen guten Platz in der Baracke, in der Ecke an der geschlossenen Wand. 159.
Neben ihren aufgerollten Matratzen stehen mehr Plastiktüten als bei den anderen Frauen. 160. Die Taschen sind ausgebeult von Lebensmitteln, von Tee, Zucker, Milch und Süßigkeiten. 161. Mit so vielen Dingen zum Tauschen oder zum Erkaufen von Dienstleistungen ist ihre Stellung blendend. 162. Sie besitzen einen Eimer mit Kohlen, auf dem sie ihr eigenes Essen kochen. 163. Ihre Familie kommt immer an den erlaubten Tagen zu Besuch. 164. Aber Fakt bleibt, Mutter und Tochter sind jahrzehntelang gemeinsam verurteilt. 165. Etwas mehr Rücksicht nehmen die Behörden wohl nur bei weißen Ausländerinnen. Das ist rassistisch. 166. Kinder, die von Insassinnen dieses Gefängnisses geboren werden, leben nicht lange. 167. Eine Frau erzählt, sie wurde vom Vater des Kindes, ihrem Ehemann, wegen Ehebruchs angezeigt. 168, 169. Was geschehen ist, sei nicht ihre Schuld, meint sie. 170. Es sei die Schuld eines 16-jährigen Jungen, der ihr einen Brief geschickt habe. 171. Er schrieb, dass er in sie verliebt sei. 172. Sie hat ihm nie geantwortet. 173. Aber ihr Mann, ihr Vater und ihre Brüder sagten, es sei ihre Schuld. Es läge an ihr, dass ihr der Junge diesen Brief geschrieben habe. 174. Sie sei eine Schlampe und Hure und hätte die Aufmerksamkeit des Jungen auf sich gelenkt. Ein Mann käme von sich aus nie auf eine solche Idee. 175. Die Frau betet, dass ihr Mann sie wieder zurücknimmt. 176, 177. Oder dass er einmal kommt, um nach seinem Sohn zu sehen. 178. Die Familie findet, dass sie nichts als Probleme mache. 179. Ihre Brüder werden sie ermorden, sobald sie aus dem Gefängnis kommt. 180. Das haben sie ihr angedroht. 181. Die Frau ist eingeschüchtert und möchte gar nicht daran denken. 182. Eine andere Frau ist noch ein 14-jähriges Mädchen. 183. Sie wagt nicht, die Frage zu stellen, was jemals aus ihr werden soll. 184. Sie gebar vor 2 Wochen einen Sohn in diesem Gefängnis. 185. Der Vater des Kindes ist einer ihrer Cousins. 186. Ihr Vater hat sie bei der Polizei angezeigt, als sie schwanger war. 187. Der Richter hat sie zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. 188. Das Kind ist der Beweis für verbotenen Geschlechtsverkehr. 189. Sie hat ihrem Vater versprochen, den Cousin zu heiraten und seine zweite Frau zu werden. 190. Vielleicht muss sie dann ihre Strafe nicht absitzen. 191. Der Vater des Kindes, der Cousin des Mädchens, sagte erst, er würde sie heiraten, wenn das Kind ein Junge wird. 192. Jetzt, da es ein Junge ist, sagt er, zuerst will ich das Kind haben, dann sehen wir weiter. 193.
Das Gesicht des Mädchens ist ausdruckslos. 194. Es macht ihr nichts mehr aus, ob sie morgen freigelassen wird oder in 5 Jahren. 195. Ihre Brüder oder Onkel werden sie in Stücke hacken. 196. Das Kind ist der Sohn einer gefallenen Frau. Er wird als Paria aufwachsen. 197. Niemand wird ihn je liebevoll ansehen. 198. In seinem kurzen Leben hat ihn sogar die Mutter nicht einmal gestreichelt. 199. Ein anderes Mädchen, 13 Jahre alt, war immer der Besitz ihres Vaters, ihrer Brüder und Onkel. Und das wird sich nie ändern. 200, 201. Das einzige Mal, dass sie etwas Unabhängiges getan hat, etwas gegen den Willen ihres Vaters, hat sie in dieses Gefängnis gebracht. 202. Er hätte sie auch ermorden können. 203. Das hätte keinen gewundert. 204. Das 13-jährige Mädchen war für die Brust bestimmt. 205. Aber sie verliebte sich in einen Jungen und lief mit ihm weg. 206. Auf einen Hinweis ihres Vaters wurde sie von der Polizei aufgegriffen. 207. Ihr Vater sagte dem Freund, er müsse das Mädchen heiraten und forderte von dem Jungen einen Geldbetrag, der nach seinen Berechnungen genauso hoch war wie der, den sie als Prostituierte hätte verdienen können. 208. Der Junge und seine Eltern lehnten ab. 209. Der Junge, der ebenfalls ins Gefängnis kam, wurde von seiner Familie freigekauft. 210. Das Mädchen blieb in Haft. 211. Der Richter hat sie inzwischen zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. 212. Ihr Vater hält das als Strafe für ihren Ungehorsam für richtig. 213. Er hätte ihre Jungfräulichkeit gut an einen reichen Pakistani verkaufen können, der sie, wie es Usus ist, ein paar Jahre als Konkubine gehalten und den Vater des Mädchens gut entlohnt hätte. 214. Ein anderes Mädchen, 17 Jahre, wurde gemeinsam mit ihrem Freund verhaftet, weil sie ein Panjabi-Mädchen und er ein Patane ist. 215. Sie wollen noch immer heiraten. 216. Der Schuster soll inzwischen ebenfalls im Gefängnis sitzen, wegen Drogenhandels. 217. Die Scheidungsdokumente soll er inzwischen unterschrieben haben. 218. Das ändert nichts an der Situation der Frau. 219. Sie war von ihrem zweiten Ehemann schwanger, den sie damals noch nicht hätte heiraten und mit dem sie auch keinen Geschlechtsverkehr hätte haben dürfen. 220. Die Zina-Anklage wurde nicht fallen gelassen. 221. Sie muss weiter in der Gefängnisbaracke von Peshawar bleiben, bis der Richter eine Strafe wegen eines Vergehens verhängt, von dem sie nicht wusste, dass sie es begangen hatte. 222.